Ja, dann würde ich aber sagen, geht's jetzt ein bisschen weiter. Noch holen wir uns den nächsten Orden heute noch, ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Oh, das war so lustig jetzt. Wie sieht ein Prokolos eigentlich aus jetzt von den Werten? Verteidigung. Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ah ja. Na, geht schon. Oh, funny, echt. Dann geht's jetzt in die Arena. Würde ich sagen. Oh, es dämmert leicht schon im Spiel, voll schön, weil es Abend wird. Hier ist sie, ne? Die Arena. Pokémon Arena von Paneiros City. Arena-Leiterin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Na dann. Schauen wir uns das einmal an, hä? Aha. So, ja, ich finde es mittelmäßig Tendenz zu gut. Ah ja, ja dann, aber ich will es halt nicht auf Wii, wenn dann auf PS3. Aber wie gesagt, niemals für diesen Preis. Das verstehe ich. Drum habe ich es mir ja auch nicht für PS3 geholt. Sondern für die Wii, weil es dann ein bisschen günstiger war. Zwar auch schon teuer genug, aber günstiger. Und ja, grafisch. Klar, besser auf PS3, aber an sich ist ja auch auf der PS3 so diese Comic-Look-Grafik. Und wie gesagt, also steuerungstechnisch, falls du da dir Sorgen machst, ich habe so gut es geht eben deswegen gezeigt, dass es schon sehr gut, also es ist fast keine Bewegungssteuerung am Start. Man kann es sehr gut so spielen. Wo ich vorhin gefailt bin, dann im Dschungellevel, das war einfach meine Schuld. Das war jetzt nicht wirklich wegen der Wii. okay, Kanonen. LOL. Das ist ja super lustig. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist ja funny. Kanonen einfach. Hä? Aber wie jetzt? Ach so. Oh mein Gott. Oh, ich mag diese Kamerafahrten, oder? In Schwarz und Weiß. Das ist so cool einfach nur. Ah ja, okay. Die spicken in zwei verschiedene Richtungen. Na, das wird ja interessant. Ja, was hältst du von den Kanonen? Ist es nicht toll, erleben zu können, wie sich ein Flug-Pokémon in der Luft fühlt? Und weil es so schön war, wirst du als nächstes erleben, wie sich eine Niederlage anfühlt. Nee, es unterstützt nicht den Pro-Controller. Auf der Wii. Also den Classic-Controller dann. Aber wie gesagt, das macht ja nichts. Kämpfen, komplett kämpfen, ist alles mit Tasten. Spidern, also rumschwingen, ist mit Tasten. Kämpfen ist mit Tasten. Das ist alles mit Tasten. Deswegen ist es echt nur halb so schlimm. Ist so, du kannst das Ganze ohne Bewegungssteuerung durchspielen. Außer halt für diese kleine Sequenz, ja, jetzt Pointer mal auf den Bildschirm um. Diesen Netzzug, um Geröll aus dem Weg zu räumen, ne? Das war bisher das Einzige, was Bewegungssteuerung war. Also Pflicht vor allem war. Der Rest geht einfach nur so. Das ist ja das Coole. Classic Controller, ja genau, ja. Ja, Schütze, Schütze, bla bla bla. Achso, nee, stimmt. Gegner packen ist den Nunchuck kurz schütteln. Das ist ja kein. Ja, gut, das ist ja nichts, ganz ehrlich. Das ist hier voll der krasse Job für Brokkoli. Sieht auch cool aus jetzt. Sieht viel krasser aus von hinten, so, ja. Nee, aber. Nee, das würde mich wundern. Also, nee, ich denke wirklich nicht. Es steht ja auch nicht dran, dass das gehen würde. Heißt aber nichts, ne, dass der Classic Controller nicht kompatibel ist. Weil bei Resident Evil 4 auf der Wii geht's ja auch, obwohl es nicht dran steht. Aber ich vermute, es geht wirklich nicht, weil er doch ganz wenige Moves ein bisschen auf ganz leichtes Bewegung Steuerung ausgelegt ist. Nee, ich denke, das geht mit das wird nichts. Aber weißt, das ist alles ein Million Mal besser als Sniper-Elite auf der Wii. Es war ein bisschen Trauma. Ich glaube, das liegt auch daran, weil du jetzt ein paar Spiele auf der Wii gespielt hast, die für dich oder die allgemein ein bisschen Trauma waren, einfach, weil die einfach scheiße schlecht von der Bewegungssteuerung sind. Du hast genau die falschen Spiele angetestet. Ich glaube, deswegen bist du da jetzt ein bisschen gebrandmarkt und hast erst recht noch viel weniger Lust drauf, oder? Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, ja, ergibt auch nur Sinn. Du hast echt schäbige Spiele dafür getestet. Sag ich mal, also was heißt schäbige? Halt mit schäbiger Steuerung leider. Gerade Sniper Elite war ja wirklich aus der Hölle auch. Das muss ich mal streamen. Weil die Steuerung
richtig schön behindert ist. Einfach. Hey, wir sind ja auch bekloppt und haben uns diese scheiß Scope. Nee, doch, du hast es dir auch geholt, gell? Du hast mir diesen Scope-Scheiß gegönnt und dir, glaube ich, auch. Ey, es ist so furchtbar einfach. Keine Ahnung. Was ist das? Das ist einfach Elite richtig behindert. Ja, aber funny. Hat der allererste Sniper Elite Teil, ja? Habe ich auf der Wii jetzt. Den gab es nur auf der Wii, gell? Oder? Stimmt's? Nee, auf der PS2, gell? Aber da sah es halt so richtig schrecklich aus von der Grafik, gell? Richtig, das sah einfach scheiße aus. Und darum haben wir es für die Wii geholt. Ja. So war das. Oh, Pikulente kann, glaube ich, auch Wasserattacken. Muss so aufpassen. Aber, hey, Moment. Dann einfach Zebritz, wa? Boah, voll lustig. Wir müssen mal Sniper Elite. Hä, hab ich... Hä? Wir haben das aufgenommen. Hab ich da... Ich hab keinen Fummel draus gemacht, oder? Hey, was ist mit dem Video geworden? Hä? Wo ist was? Warte mal, was? Warte mal. Hey, das ist ja merkwürdig. Sniper Elite. Cool, voll verschrieben einfach. Geil. Hier, Ladestrahl. Sniper Elite. Nee. Das ist ja gar nicht vorhanden. Oi. Nee, müsst man mal, keine Ahnung, fummeln. Könnt euch das mal mit Fummelticket wünschen, oder? Oder ich muss es echt mal streamen, so ist es bestimmt super lustig, echt. Ich wollte allgemein irgendwann auch mal die Sniper-Elite-Reihe machen. Ich habe ja mittlerweile alle bis Teil 4 hoch. Gibt ja mittlerweile auch schon wieder Teil 5. Aber 1, 2, 3, 4 habe ich. Simulara, das kann weiterkämpfen. Diese Remote-Gun-Geschichte da, genau. Das war behindert, so behindert schrecklich. Ja, echt, was geht ab? Das war alles nicht so gut, Mann. Das war alles nicht so gut. Herrlich. An sich ist das Spiel ja cool, ne? Aber weiß ich nicht. Die Steuerung oder manche Mechaniken wieder, keine Ahnung. Meine Fresse, hab auch 1 bis 4 am PC sogar. Auch 5 nie gespielt, oh. Faszinierend, ja. Ja, PC, dies, das. Ich bin ja, ich sammle ja alles physisch. Ne? Aber Teil 5 habe ich irgendwie einfach auch gerade einfach gar kein Interesse irgendwie. Keine Ahnung. Ist voll lustig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, der Witz ist, ich habe alle Sniper Elite Teile für Nintendo-Konsolen. Ich habe, das ist alles auf Nintendo bei mir. Der erste Teil auf der Wii und der Rest auf der Switch. Sau lustig ist für mich einfach ein Nintendo-Titel in dem Fall jetzt geworden. Das ist auch sehr lustig. Super. Was? Habe ich mit Füßen? Was? Füßen? Was? So. Das war auch so lustig mit Lucky. Würde ich gerne nochmal spielen wollen. Keine Ahnung. Nochmal so ein Koop-LP oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung, Lucky, so, keine Ahnung. Oder, nee, Grudon, du hast es nicht auf der Switch, gell? Oder? Das wäre auch mal funny. So Koop bei Sniper Elite, keine Ahnung, 2 oder so. Ach, lustig. Füße, oh meine Fresse. Der hat jetzt nicht gezündet bei mir erst. Fleckneul! Der Name ist so süß, ne? Fleckneul! Oder Fleckneul? Oh mein Gott, das heißt Fleckneul. Nicht Fleckneul. Es heißt Fleckneul. Was ist ja eine Fledermaus und es ist ein Knäuel. Fleckneul. Oh mein Gott. Das hat gebrettert! Es ist Fleckneul. Das ist ja aber auch noch fast süßer. Ist beides süß. Fleckneul und Fleckneul. Das hat richtig gebrettert, Doug. Das hat richtig gebrettert. Hab eins auf PS2 und wie? Oh lol, du hast den PS2-Teil auch doch noch behalten. Steinhügel? Ach, ist das da auch auf Switch? Ja, moin. Ha, lustig. Aha. Interesting. Ja, vielleicht kann man da mal was machen oder so. Wenn du Bock hast, keine Ahnung. Irgendwann. 7 Monate. Jetzt erstmal so viele andere Projekte noch im Schädel.
Aber ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wäre das ja lustig. So. Wo muss ich ihn jetzt hin? Vor lauter. Hä, wo muss ich? Muss ich hier runter? Nee. Muss ich hier rüber, wa? Oder? Nee, da war ich schon. Wait a minute. Hä? So, Moment mal. Ich muss erst mal schauen, was hier eigentlich los ist. Schwupp, das ist auf jeden Fall eine super lustige Idee mit den Kanonen, gell? Hier kann ich irgendwie nicht hin. Hier. Ach so. Aber das spickt mich ja zurück halt. Ich gehe ja komplett zurück. Was ist das? Hä? Moment. Hä? Also. Ja, da geht's ja nirgends weiter im Moment. Du hast noch eine Möglichkeit, die habe ich noch nicht gefunden. Geht's hier runter? Ja, doch, da geht's aber zurück. Hier geht's ja nicht hoch. Und da geht's nicht hoch. Hier geht's halt rüber. Ja, hier auch nicht. Nee, da ist auch nichts. Oh, hier. Krass, ein bisschen versteckt. Nette Gegend hier. Echt so. Faszinierend. Was ist das? Einfach ein Gitter, ne? Okay. Ja, dann kämpf mal. So. Das Ziel ist anvisiert. Ich werde mit meiner Flugtechnik zu Boden bringen. Wir wollten Borderlands spielen? Das weiß ich gar nicht mehr. Borderlands? Borderlands 1, oder? Das wäre vielleicht auch ganz lustig. Da hat er das sogar schon vergessen. Ja, schon. Schon so. Das müssen wir ja vor Jahren ausgemacht haben oder so. Ja, aber easy. Krass. Aber. Ich meine, ich habe ja einen Plan mit jemanden für Borderlands The Pre-Sequel. Welcher Sicherheitscheck war perfekt? Indikatoren für eine Niederlage bei 0%. Aha. Redet der von mir? Aber Borderlands 1, aber auch. Ja, ich meine, ne? Tendenziell kann man Borderlands ja auch zu dritt spielen. Flettiamo, Mamferotti. Oh. Ja, meine Attacken, die gehen langsam. Caputo mare. Der Geckoberg? Das war zu der Zeit, wo der Geckoberg noch stand. Was für ein Geckoberg? Was? Ih, Sandsturm. So. Genau der. Ach so, der. Krass, ja. Ist auch schon lange her. Ich habe keine Ahnung. Ui, ab durch den Ring. Warum brennen die eigentlich nicht? Das wäre viel cooler. Nee, heilen ist ja ein Schmarrn eigentlich. Ich brauche eigentlich AP-Geschichten. Habe ich einen Äther oder so einen Schmarrn? Oder Elixier, oder? Füllt die AP alle Attacken auf. Ah, oh, Junge. AP Plus, auch gut. Hier für einen Stein Hagelus. Bensenstein. Ja, nur einfach. Ja? So ist es. Ja, Moment. Wenn ich das jetzt gemacht habe, AP Plus, sind die dann automatisch eigentlich auch wieder aufgefüllt? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch langweilig. Krass, hey. Super. Naja, 7 Steinhagel, bisschen Katapult. Ja, und Tarnsteine. Ja, komm, das geht schon. Komm, das ist scheißegal. Ich geh jetzt nicht extra nochmal raus. Echt nicht.
werde sowieso hier Brokkoli als erstes einsetzen, damit es Tarnsteine hageln lassen kann. Und ja, dann sowieso, keine Ahnung, Zebritz oder was ich halt dann so immer brauche. Schlechtes Wesen für Brokkoli. Ja, habe ich gesehen, oder? Ist ein bisschen kacki, oder? Kann das sein? Oder was? Hier. Wo war es denn? Da. Blau ist... Nee. Blau ist hoch und rot ist runter, ne? Also habe ich Spezialverteidigung minus, ne? Ja, ist halt ein bisschen Käse, oder? Ist so. Ich glaube, ist jetzt nicht so geil, aber ja, was auch immer, ist egal. Geht ja hier nur um... Andersrum. Wie andersrum? Ist rot minus. Blau runter, rot hoch. Ja, habe ich doch gesagt, hä? Oder was? Nee, doch nicht. Ja, habe ich es jetzt falsch rum gesagt, aber richtig rum gedacht. Sehr gut. Sehr gut. Eben weil es ja das ist, dass rot hoch ist, weil ja eigentlich bei uns in den westlichen Gefilden ist rot ja negativ, aber in Japan halt nicht. Und drum ist ja rot hoch eben. Also habe ich, glaube ich, habe es einfach falsch rum gesagt jetzt. Aber ja, ich verstehe schon. Rot ist halt hoch und blau ist halt runter. Ja, aber das ist doch dann eigentlich... Im Moment, dann ist es ja doch gut. Ja, warum ist es denn schlecht? Warum ist die Spezialverteidigung so im Arsch trotzdem? Ja, dann hat es halt einen schlechten Angriff. Ja, ist das relevant? Das sind Angriffe. Ja, es ist relevant. Ja, komm. Aber es ist auch nur ein bisschen relevant. Wir spielen ja nur die Story, oder? Halt... Ja, mei. Ist jetzt halt auch nichts Drastisches, weißt du. Ja, meine Güte. Ich gehe ja damit nicht kompetent. Das ist, ja, komm. Was soll's. Ja, ist halt vielleicht ein bisschen doof, aber okay. Hallo, Arenaleiterin Pups. Pupskopf. Ja, speichern ein bisschen, ne? Das ist immer wichtig. Das Ding ist ein Stein, es hat keine Spezialverteidigung. Ja, aber warum? Ich will das aber. Brokkoloss ist doch auch ein leichter Tank. Ja? Ja? Wie wäre das vielleicht? Hä? Das geht so nicht. Ja, gespeichert. Jetzt im Moment. Oh, ich muss mich wieder gescheit hinsetzen. Echt ohne Schmarrn. Ich versinke immer im Stuhl. Hey, Wahnsinn. Ich setze immer Taucher ein auf meinem Stuhl.